In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr einen eigenen Spieleserver hosten könnt und mit euren Freunden gemeinsam spielen könnt, auch wenn diese nicht bei euch im Heimnetz sind. Um das zu demonstrieren, habe ich mir das Spiel Minecraft vorgenommen. Funktioniert aber vom Prinzip her auch so mit jedem anderen Spiel. Wichtig ist auch die Einschränkung, dass wir das hier vom Heimnetz machen, also keinen echten Server im Internet betreiben, sondern auf einem Mini-PC oder halt einem normalen Laptop oder Computer aus dem Heimnetz diesen Server starten. Die Heimnetzkonfiguration ist die anspruchsvollste, deshalb nehme ich mir die jetzt in diesem Video vor. Ich bin hier also schon mal auf der Website von Minecraft und hier kann ich mir den aktuellen Server runterladen. Ich klicke also auf diesen Link und bekomme eine server.jar-Datei. Wie ihr seht, habe ich mir die hier schon mal vorbereitet. Die kann ich jetzt aber nicht, wie man es von Windows sonst kennt, mit einem Doppelklick starten, sondern ich brauche diese Befehlszeile hier. Die ist ein bisschen verwirrend, weil ich habe eigentlich eine Server-Char und der ruft aber eine Minecraft-Server.versionsnummer.char und sowas auf. Die ist quasi falsch, dieser Befehl, der wird uns jetzt hier nicht weiterführen. Aber eins nach dem anderen, mit der Windows- und R-Taste öffne ich hier das Ausführenfenster, gebe einmal cmd ein und dann öffnet sich hier die Windows Command Prompt. Hier muss ich jetzt in den Ordner navigieren, wo ich mir dieses Server Char abgelegt habe. Macht euch einen extra Ordner auf, sonst findet ihr schnell die Übersicht. Ich gehe hier drauf, CD, wechsle in den Minecraft Ordner. So, jetzt könnte ich fast diesen Befehl ausführen. Ich nehme mal hier den Anfang. Wichtig ist natürlich, seht ihr ja hier, Java muss natürlich installiert sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich gehe wieder hier rein, Rechtsklick und jetzt statt dieser kryptischen Versionsnummer kann ich einfach die Server-Char eintragen. Und jetzt hätte ich noch die Option, das mit NoGUI zu starten. Das heißt, ich verzichte auf die grafische Benutzeroberfläche und das tun wir jetzt auch. Während das Ganze läuft, gehe ich mal hier auf Minecraft in mein Spiel und klicke einmal auf Spielen. Und der bereitet sich jetzt in Ruhe vor. Was wir jetzt hier sehen, ist failed to load Euler.txt. You need to agree with Euler order to run the server. Go to Euler for more info. Das machen wir jetzt. Wir gehen also in unseren Ordner zurück. Und hier hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Hier haben sich ein paar Ordner erstellt und ein paar Dateien angelegt. Für uns interessant ist diese Euler.txt. Die solltet ihr mit einem Texteditor öffnen. Hier oben steht auch schon, was wir zu tun haben. Wir müssen die Euler von false auf true setzen. Das Ganze einmal speichern. Und hier wieder schließen. Ich gehe wieder zurück in mein Command-Fenster, drücke Pfeil nach oben, dann wird der letzte Befehl aufgerufen, führe das wieder aus und oh Wunder, jetzt startet tatsächlich der Server, auch wenn ich jetzt noch keine Ausgabe hier sehe. Wir warten kurz. So, jetzt wird er nämlich hier wild, jetzt haben sich hier noch ein paar Dateien angelegt und wir gehen mal zurück ins Spiel. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich schon verbinden kann. Was muss ich jetzt hier eingeben? Und das ist jetzt das, worum eigentlich der Rest des Videos gehen wird. Hier gebe ich die Serveradresse ein und den Port, an den ich mich verbinde. Da ich ja lokal bei mir zu Hause gerade bin und auf der gleichen Kiste der Server und die Spiele-Session läuft, gebe ich hier Localhost ein. Würde das Spiel oder die Session des Spiels auf einem anderen PC laufen, müsste ich hier die IP-Adresse dieses PCs eingeben. Wie lautet die denn? Woher weiß ich die denn? Naja, ich mache noch ein Kommandofenster in Windows auf, gebe hier ipconfig/all ein. Und jetzt bekomme ich hier eine ganze Menge Adressen angezeigt. Wichtig ist aber nur die IP-Adresse, mit der ich auch tatsächlich im Heimnetz verbunden bin. Das kann bei euch WLAN oder LAN sein, also achte darauf, den richtigen Adapter zu erwischen. Und das hier ist meine IPv4-Adresse, die ich da jetzt eingeben könnte. Also wir probieren auch jetzt mal beides aus, damit ihr seht, dass ich euch hier nicht veräpple. Die merken wir uns, die 156, und ansonsten sage ich hier einmal Join Server. Jetzt sagt er Connecting to Server. Ich versuche die mal so ein bisschen nebeneinander zu stellen. Er ist jetzt drin, glaube ich, gerade. Genau, hier unten sehe ich dann, dass ich gejoint bin. Also das hat schon mal geklappt. Jetzt sage ich hier wieder Disconnect und mache wieder ein Direct Connect. Und jetzt gebe ich die andere IP eben ein. Die 192.168.0.156 war es. Auch das funktioniert. Also ich kann mit zwei IP-Adressen hier mich connecten, klar, weil ich immer auf den einen Computer zeige. Brech das Ganze einmal ab. Ihr habt jetzt gesehen, das Setup funktioniert erstmal im Prinzip so. Das ist jetzt erstmal so weit, so gut die Grundfunktionalität von dem Server. Ich kann den starten und kann mich verbinden. So weit, so spannend. Hier gibt es jetzt noch eine Server Properties, die für uns interessant ist. Warum? Ich mache es mal auf, dann kann ich es euch zeigen. Hier gibt es nämlich einen Port 25565. Den hatten wir vorhin schon eingegeben und haben wir vorhin auch, wenn wir aufgepasst haben, in der Command Line gesehen. Möchtet ihr jetzt mit euren Freunden spielen, sind die in einem anderen Netzwerk. Also zum Beispiel ist jetzt mein Provider Vodafone Kabel und eure Freunde haben einen Telekom-Vertrag.
die sind dementsprechend in einem anderen Netzwerk. Auch wenn die Vodafone-Kabelkunden wären, wären die in einem anderen Netzwerk, denn das Netzwerk endet bei euch zu Hause da, wo eure Fritzbox bzw. euer Router steht. Alles, was dahinter ist, ist ein anderes Netzwerk. Das heißt im Umkehrschluss, eure Freunde können sich jetzt nicht direkt verbinden. Das hat mehrere Gründe und die schauen wir uns jetzt mal im Theorieteil an. Dazu habe ich eine tolle PowerPoint vorbereitet. Wir fangen also mal an mit der optimalen Konfiguration oder eigentlich dahin, wo wir hinwollen, nämlich unserem Ziel, wie sich eure Freunde verbinden sollen. Hier steht eine Fritzbox als Symbol für euren Router. Spielt im Grunde keine Rolle, was ihr habt. Prinzip ist das gleiche. Ich habe vorhin Localhost eingegeben. Das habe ich hier auch mal als Beispiel genommen. Der grüne Rahmen ist jetzt euer Heimnetz, beziehungsweise in dem Fall sogar eine Kiste, auf dem alles läuft. Und da habe ich einen Server und habe einen Client, den ich gerade ja auch gezeigt habe. Und der verbindet sich eben auf Localhost, Doppelpunkt und dann den Port. Ich sehe den Port einmal hier unten und einmal oben im Server. Nach außen hin, also Richtung Internet, habt ihr aber eine andere IP. Es gibt zwei Möglichkeiten, die rauszufinden. Entweder ihr geht auf das Interface eures Routers, dort habt ihr eine IPv4 und eine IPv6 in der Regel, die euch zugewiesen wurde. Ihr könnt auch einfach auf wiesmeineip.de gehen und dort werdet ihr vermutlich die auch sehen. Die 192.168.0.156, die wir vorhin gesehen haben, ist nur die IP, die euer Rechner im Heimnetz hat. Die hat er nicht Richtung Internet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. So, wie soll jetzt so eine Verbindung aussehen zu eurem Server? Clients sind jetzt eure Freunde, die sich verbinden wollen. Die geben also eure IP ein und geben jetzt den Port ein und verbinden sich. Da wollen wir hin. So ist es jetzt aber noch nicht. So wird es noch nicht funktionieren von Anfang an. Die erste Hürde, die wir nehmen müssen, ist: Habt ihr eine öffentliche IPv4 oder nutzt ihr DS-Lite? Was DS-Lite genau ist, könnt ihr auf diesem Link von Electronic Compendium nachlesen, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Wichtig zu wissen ist jetzt erstmal nur, dass euer Provider Probleme hat, Anfragen zuzuordnen. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, es gibt mehrere Kunden, die diese IP-Adresse haben. Und wenn jetzt eine Anfrage zu dieser IP kommt, kann jetzt in meinem Fall Vodafone nicht entscheiden, wo er die hinroutet. Kommen wir also zur Lösung dieses DS-Lite-Problems. Als erstes müsst ihr in Erfahrung bringen, habt ihr jetzt eine öffentliche IPv4? Oder eben nicht. Falls ihr keine habt, müsst ihr versuchen, eine zu bekommen. Das kann Geld kosten, also kann ein Aufpreis für euren Tarif kosten, der ist aber in der Regel nicht so hoch, kann einen Tarifwechsel bedeuten oder kann auch je nach Provider kostenlos sein. Am besten schaut ihr in euren Vertrag oder ruft bei der Hotline des Providers an, um das rauszufinden. Bei Vodafone war es so, die wollten eine Begründung hören, warum ich das freigeschaltet haben möchte. Ich habe gesagt, ich habe Dienste in meinem Netzwerk laufen, zum Beispiel ein VPN, auf den muss ich von außen zugreifen. Im Grunde ist völlig egal, welcher Dienst im Netzwerk läuft, ob das ein Spieledienst, ein VPN-Dienst oder sonst irgendwas ist. Wenn ich darauf zugreifen will, brauche ich eine öffentliche IPv4. Eine Alternative wäre auch IPv6 zu verwenden. Das ist eigentlich recht verbreitet und wenn eure Freunde auch alle IPv6 haben, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Und eine andere Lösung, die ich noch gar nicht kannte, die ich jetzt auch erst bei den Recherchen gelesen habe, ist PCP zu benutzen. Das wird sukzessive scheinbar 2020 eingeführt. Den Link von AVM packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Ist auch ein sehr interessanter Ansatz, das Problem zu lösen. Da müsst ihr nämlich keine von den beiden oberen Lösungen benutzen. Es muss nur von eurem Provider unterstützt werden. Die Fritzboxen unterstützen das. Kleiner Exkurs, wenn ihr solche Späße macht wie Ports freischalten, immer eine Fritzbox benutzen und nicht die Provider-Router benutzen. Oben in der Videobeschreibung seht ihr nochmal einen Link zu einem Video, das ich gemacht habe, zum Thema eigenen Router kaufen. Falls ihr jetzt also eine öffentliche IPv4 habt oder euch entschieden habt, IPv6 zu benutzen, ist es ratsam, DynDNS zu nutzen. DynDNS stellt sicher, dass ihr immer unter einer festen Adresse zu erreichen seid. Und zwar nicht unter einer festen IP-Adresse, sondern unter einer Domain. Die löst dann über das DNS-System wiederum auf eure IP auf. Wie sowas funktioniert, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Schaut einfach mal in die Infokarte. Es gibt kostenlose oder kostenpflichtige Provider. Den günstigsten, den ich so gefunden habe, der war unter 5 Euro pro Jahr für mehrere DynDNS-Adressen. Den benutze ich persönlich auch. Es gibt aber auch Tarife, wo sich die IP überhaupt nicht ändert. Dann könnt ihr einfach bei eurem Provider fragen, ob die sowas anbieten. Dann habt ihr eine feste IP. Die gebt ihr einmal euren Freunden. Die können die jedes Mal eingeben, ohne dass die sich ändert. Bei einem Telekom-Anschluss ändert sich die IPv4 einmal am Tag. Also das ist jetzt kein Problem, das ich mir ausgedacht habe, sondern das passiert im Grunde täglich. Bei anderen Anbietern kann die IPv4 länger halten, aber da steckt man halt nicht drin. DynDNS sorgt dafür, dass ihr da keine Probleme mit diesem Thema habt. So, das habt ihr jetzt alles beachtet, aber ihr dürft nicht vergessen, euer Router ist eine Firewall. Der wird keine Anfragen durchlassen, die von außen an euer Netzwerk gestellt werden. Wenn er es doch tut, ist irgendwas falsch konfiguriert. So, wir tun mal so, als wäre das unsere DynDNS-Domain. Den Port, den kennen wir noch von vorhin. Und eure Freunde fragen jetzt also an,
bei eurem Router, ich möchte einmal zu diesem Server dahin. Das wird euren Router oder eure Fritzbox nicht interessieren. Die Anfrage wird nicht durchgelassen. Was machen wir also? Wir machen eine Portweiterleitung. Dazu müsst ihr erstmal die MAC-Adresse des Gerätes ausfindig machen, wo der Server drauf laufen soll. In meinem Fall ist es ja mein PC selber, also mein Windows-PC. Da kann ich einfach in die Netzwerkverbindungsdetails gehen und dann sehe ich hier eine physische Adresse. Eine andere Möglichkeit wäre, ein ipconfig/all zu machen und hier die physische Adresse auszulesen. Wichtig dabei ist, achtet drauf, den richtigen Adapter zu erwischen. Wenn ihr jetzt vom WLAN das auslest, da habt ihr auch eine MAC-Adresse und ihr seid aber über Ethernet, also Kabel, verbunden, bringt euch das Ganze nichts. Wir gehen also in die Fritzbox, gehen unter Heimnetz und Netzwerk. Da bekommt man eine Liste mit allen Geräten, die im Netzwerk sind. Allerdings bekommt man hier die MAC-Adresse nicht angezeigt. Deshalb gehe ich hier auf Plus und Minus auf der rechten Seite und wähle hier aus, dass die MAC-Adresse angezeigt wird. Wir haben uns die von vorhin gemerkt, die hat mit F0.76 angefangen und genau die finde ich jetzt hier auch. Was wir uns jetzt wieder merken sollten, ist der Name des Gerätes. Der heißt nämlich bei mir einfach Lenovo. Wir gehen jetzt in der Fritzbox auf Internet und Freigaben und Gerät für Freigaben hinzufügen. Da oben bekommen wir dann ein Dropdown-Menü und jetzt ist auch klar, warum wir den Namen uns vorhin gemerkt haben. Der muss nämlich hier ausgewählt werden. Hier kann ich keine MAC-Adressen sehen. Also ich wähle hier den Lenovo aus. Und ich bekomme jetzt nochmal die MAC-Adresse angezeigt. F0.76, so hat die angefangen. Ihr vergleicht natürlich die volle, aber das ist die, um die es geht. Die ist also die richtige. Jetzt klicken wir rechts unten auf neue Freigabe. Und jetzt brauchen wir für Minecraft, soweit ich das richtig verstanden und gelesen habe, zwei Freigaben, nämlich für UDP und TCP und zwar auf dem gleichen Port. Ihr könnt euch einfach an dem orientieren, was ich hier ausgewählt habe. Wichtig ist noch hier, unter Freigabe aktivieren müsst ihr euch entscheiden, auf welchem Protokoll das freigegeben werden soll. Das kommt jetzt darauf an, wie ihr verbunden seid. Habt ihr euch für eine Verbindung über IPv4 entschieden? Dann IPv4. Oder halt eben IPv6 oder beides. Kommt auf die Art an, wie sich eure Freunde verbinden sollen. Jetzt sind die noch nicht aktiviert. Wir klicken also einmal auf OK. Dann kommen wir zurück auf die Übersicht. Hier muss ich einmal aktualisieren drücken, dass ich auch tatsächlich sehe, dass die zwei Pünktchen da vorne grün werden. So, wir sind nochmal zurück auf der ersten Folie. Jetzt funktioniert das Ganze also. Die DynDNS-Domain wird mit dem richtigen Port angesprochen. Die Fritzbox erhält jetzt die Anfrage und die weiß jetzt, aha, Port 25565, den kenne ich doch. Den soll ich doch weiterleiten. An dieses Gerät hier, an den Server. Und damit ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt weitergeholfen. Mich würde mal echt interessieren, ob das ein Problem gelöst hat, das ihr hattet, oder ob das jetzt irgendwie voll am Thema vorbei war. Dafür habt ihr ja die Kommentare, um mir das mitzuteilen. Wenn das Video geholfen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und blende euch jetzt auch noch ein paar weitere spannende Videos ein.